möchtest jetzt dein Wissen weitergeben, hast du, sage ich mal, 3 Jahre Erfahrung in dem Gebiet, aber keine Präsenz. Ja, du hast keine Website, du hast keinen YouTube-Kanal, du hast so ein paar Social-Media-Follower, du hast so ein paar E-Mail-Kontakte vielleicht, so, aber unter 100 Kontakte. Und dann empfehlen wir dir halt, ein hochpreisiges Coaching zu entwickeln. Eine der häufigsten Fragen, die uns gestellt wird, ist, wie fange ich denn jetzt an, online Geld zu verdienen? Ja, was sind denn Geschäftsmodelle, die bewiesenermaßen funktionieren und die ihr mir in meiner jetzigen Situation empfehlt, womit ich einfach starten kann und wirklich sicher gehe, dass ich auch Geld verdiene? Ja, denn viele Geschäftsideen, die brauchen wirklich Monate, um da erstmal einen Return on Investment zu sehen und da den ersten Euro im Internet zu verdienen. Deswegen in diesem Video 3 Geschäftsmodelle, je nach Situation, in der du dich befindest, wie du mit deinem Wissen online Geld verdienen kannst. Ich bin Marco Ilgen, Gründer von CU Digital Unternehmer und vom Kursersteller Podcast. Und nach über 1000 Strategiegesprächen können wir wirklich ziemlich genau sagen, was jetzt im Online-Business funktioniert und was vor allem in deiner Situation jetzt der richtige Weg ist. Und wir haben jetzt mal geschaut, wie du am einfachsten und auch schnellsten online Geld verdienen kannst. Und wir beginnen mal mit den kompletten Anfängern, die, sag ich mal, wenig Reichweite haben. Ja, was sind die Kriterien, nach denen wir Anfänger, Fortgeschrittene und Profis einordnen? Und das sind vor allem Reichweite und auch Erfahrung. Ja, also wie viel Wissen hast du dir aufgebaut? Wie viel Erfahrung hast du in dem Gebiet? Und wie viel Reichweite hast du schon dort aufgebaut, also mit deinem Online-Business? Hast du schon eine Website? Hast du schon einen YouTube-Kanal? Wie viele Abonnenten hat der? Wie viele E-Mail-Kontakte hast du schon sammeln können, die sich für das Thema interessieren? Das sind die beiden wichtigen Punkte. Und je nachdem, wo du stehst, ist dann das Erste, was wir immer empfehlen, wenn du gerade so am Anfang bist, hast vielleicht schon super viel Praxiserfahrung im Beruf gesammelt. Du möchtest jetzt dein Wissen weitergeben, hast so, sage ich mal, 3 Jahre Erfahrung in dem Gebiet, aber keine Präsenz. Ja, du hast keine Website, du hast keinen YouTube-Kanal, du hast so ein paar Social-Media-Follower, du hast so ein paar E-Mail-Kontakte vielleicht, so, aber unter 100 Kontakte. Und dann empfehlen wir dir halt, ein hochpreisiges Coaching zu entwickeln. Warum? Weil du dort einfach super viele Vorteile hast. Erstens, du bietest deine persönliche Zeit an und schaffst wirklich individuell großen Mehrwert. Ja, hier geht's am Anfang los mit 1:1 Coachings, wo du hier wirklich einfach einer Person hilfst. Das kann dann auch mal eine Dienstleistung sein, gerade wenn du zum Beispiel Facebook-Werbung anbietest, dann schalte erstmal für den Kunde 1:1 die Werbung. Übernimm das für ihn. Es ist am einfachsten zu verkaufen. Du kannst am meisten Geld dafür verlangen und du lernst noch richtig viel und sammelst wertvolle Erfahrungen, die du später nutzen kannst, um halt ein Programm und einen Kurs draus zu entwickeln. Hier liegt aber auch immer ein Video, also viele Videos zugrunde. Ja, du solltest hier nicht reingehen und einfach jetzt sagen, so, ich mache ein Coaching, fertig, aber da verlierst du super viel Zeit, wenn du mit den Leuten immer 1:1 sprichst. Fokussier dich auf allgemeine Infos, die du auch in Videos packen kannst, sodass du einfach dort dir Zeit sparst. Ja, also nutz Videos und später wird es dann auch hier in die Gruppe gehen, dass du hier einfach mehrere Teilnehmer zusammenfasst. Also ich sage es nochmal hier, da liegt immer ein Videokurs am Ende auch zugrunde, beziehungsweise einfach mehrere Videos, dass du nicht alles 3-mal oder 5-mal erzählst. Machst du ein paar Videos, da sagst du hier, pass auf, das ist die Vorbereitung, lieber Kunde, guck dir schon mal das Video an, die Ergebnisse und die Details besprechen wir dann im 1:1 Gespräch. Ja? Also wenn du mal 0 bis 100 E-Mail-Abonnenten hast, wenn du weniger als 3 Jahre Erfahrung hast in deinem Bereich, dann mach ein Hochpreis-Coaching, kannst du für, ja, je nach Branche, je nach Thema, 1500 bis
3000 Euro oder auch mehr verkaufen. Ja, also hier geht es dann wirklich in die vierstelligen Beträge. Ich sag mal so, im Durchschnitt kannst du dort 3000 Euro für verlangen. Ja, und da siehst du auch gleich schon den Vorteil von dem Ganzen, weil du verkaufst ein Coaching und hast gleich mal 3000 Euro verdient. Ja, und das ist halt schon mal ja, ein Monatsgehalt für viele und dann können sie damit schon sehr schnell in die Selbstständigkeit starten und können das nebenbei aufbauen. So, wenn du dann hier mal ein bisschen Umsatz machst, wenn du siehst, hey, das Thema kommt an, ich habe so 2 bis 3 Coaching-Kunden, dann machst du eins, du baust ja im zweiten Schritt erstmal hier Online-Kurse auf. Ja, also wenn du hier ein paar Videos gemacht hast, dann machst du jetzt wirklich einen Online-Kurs draus, also mehrere gestaffelte Videos, wo du dann mehr in die Gruppe übergehst. Also du kannst dann schon noch coachen, teilweise in der in Gruppencoachings. Aber das sollte dann auch in Richtung Selbstlernkurse gehen. Kommt natürlich auch extrem aufs Thema an. Ja, also es geht auch nicht alles als Selbstlernkurs, aber vieles kann man auch dort beibringen. Ja, also machst du einen Online-Kurs draus, den du wirklich dann skalieren kannst. Ja, das Ding kann passives Einkommen erzeugen und kann einfach Tag und Nacht verkauft werden ohne dein Zutun. Ja, das ist der Vorteil von Online-Kursen. Wenn du es hochpreisiger anbieten willst, dann paarst du es noch mit ein bisschen Support, ein Live-Call im Monat oder halt hier wirklich zum Selbstlernen nur E-Mail-Support und vielleicht WhatsApp, wenn du das anbieten willst. Ja, das ist dann ein Online-Kurs, kosten so im dreistelligen Bereich, mit Coaching auch gerne vierstellig, also so, da sind wir so bei 150 bis halt 1500 Euro. So, und das Dritte, was du tun kannst, ist ein Mastermind-Club zu gründen. Ja, wenn du dann hier wirklich mal ein paar Teilnehmer in den Coachings hattest, du hast ein paar Online-Kurse verkauft, ja, dann machst du hier einen Mastermind-Club draus. Das ist sozusagen wie so ein Alumni-Netzwerk, wo du einfach mal deine Kunden sammelst. Und wo du hier die Leute langfristig bindest. Ja? Also hier geht es dann wirklich darum, dass du die Leute übers Coaching, über Mastermind Club wirklich jahrelang bei dir Kunde bleiben. Das ist auch eher so eine Membership, die mit monatlichem Abo dann dir passives, wiederkehrendes Einkommen bringt. Ja? Also monatliches Abo, sage ich mal, wo du dann einfach, ja, die Leute in einem Alumni-Netzwerk hast, die bindest, du kannst dort Events organisieren, also hier kann man sich treffen, dafür kannst du auch nochmal ja, andere Preise verlangen, du kannst hier Workshops organisieren und das sind wirklich deine treuesten Kunden, nicht nur Fans, das sind wirklich, sag ich mal, deine Elite, wenn es irgendwas gibt, was du machst, dann supporten die dich. Ja, das sind so die drei Punkte, mit denen du startest. Also hier, wenn du 0 bis 100 Reichweite hast, bau ein Hochpreis-Coaching auf. Da kannst du schnell Erfahrung sammeln, schnell Geld verdienen auch. Mit einem Online-Kurs kannst du das Ganze dann ein bisschen automatisieren und auch Richtung passives Einkommen gehen, sodass du hier wirklich, wenn du über, sag ich mal, 1000 E-Mail-Kontakte bist, dann machst du einen Online-Kurs. Das lohnt sich dann, weil du dort einfach viel mehr Kunden in einmaligen Aufwand bedienen kannst. Und wenn du dann diese Stufe auch gemeistert hast, ist so ein Mastermind-Club auch sinnvoll, womit du dann wirklich Events organisierst, deine Kunden bindest langfristig und halt monatlich passives, wiederkehrendes Einkommen hast. Das Ding produziert hier wirklich Sicherheit, das Ding produziert planbares, kalkulierbares Einkommen. Der Online-Kurs, den musst du auch mit E-Mail-Serien und Werbung bespielen, damit der wirklich jeden Monat läuft. Und deine Coachings, die laufen auch über Werbung und über Content, dann natürlich über Telefonvertrieb hauptsächlich. Also hier musst du wirklich schon ein bisschen Vertrauen aufbauen, eher so eins zu eins mit den Leuten sprechen, um das halt wirklich zu verkaufen. Das sind meine drei Online-Business-Modelle, mit denen du locker über 100 Euro am Tag verdienen kannst.
Natürlich ist eine Mischung aus allen dreien dann das ultimative Online-Business, was du dann auch sechs- und siebenstellig skalieren kannst. Ja, wenn dich das Thema interessiert, komm gerne auf uns zu, bewirb dich aufs Kursersteller und aufs Digitalunternehmer-Coaching. Dort lernst du das alles und wir schauen in einem persönlichen Strategiegespräch nochmal, was bei dir jetzt der Fall ist. Ja, da gibt es dann auch immer noch so ein paar Sonderfälle und jeder fragt sich natürlich, was ist jetzt bei mir Phase und wie soll ich anfangen? Und da geben wir dir gerne persönlich natürlich in einem Strategiegespräch die Antwort. Wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiere auch gern unten. Nutzt du schon eins dieser drei Geschäftsmodelle, dieser drei Produkte? Wie wirst du anfangen? Also, wo stehst du jetzt aktuell? Und auch gerne, wenn du Videowünsche hast, vielleicht sollen wir auf eins dieser Themen nochmal tiefer eingehen, dann schreib das auch gerne sehr, sehr gerne unten rein, dann können wir da nochmal ein extra Video drüber machen. Ja, und natürlich, bei uns ist es auch so, dass du diesen Club schon ja, jetzt beitreten kannst. Du kannst dort ein Netzwerk aus Unternehmern beitreten. Wir veranstalten jedes Quartal Business Challenges. Wenn dich das Thema interessiert, guck auch unten in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link zu unserem Club, wo du das Ganze dir anschauen kannst und eine eigene App hast, um dich auszutauschen und Input zu bekommen. Das war's für heute. Danke für euren Support. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann sage ich, see you, Digitalunternehmer.